Ich werde jetzt auf Wirtschaft gar nicht mehr so viel geben. Ich habe jetzt hier eher aus Prinzip noch ein Granitbergwerk gebaut. Holz haben wir ja eh eigentlich zuhauf. Genau. Verteilung passt ja im Großen und Ganzen. Schießt das mal hoch, falls es notwendig ist. Es ist jetzt eher so dieses ständige Abwarten wie immer. Und sie schicken uns leider immer die... Also gut, was heißt leider? Sie schicken uns natürlich die Soldaten an die Grenze. Aber keinen einzigen jetzt. Bitte sag nicht, dass der da reingeht. Ich will wirklich nur noch... Ich will wirklich nur noch Soldaten an Stellen haben, wo wir wirklich kämpfen können. So, jetzt geht's los, Freunde. Hier machen wir weiter. Es geht wieder weiter. Die Schlachten beginnen... Habe ich den jetzt von da drüben geholt? Und jetzt schickt mir bitte zwei Soldaten hier hoch. Zwei Soldaten, zumindest einen Offizier. Damit ich diesen Schandfleck vernichten kann. Wie immer vollkommen reinen Gewissens natürlich. Das ist das Wichtigste. Hashtag no crucial man. Das ist immer wichtig, das zu sagen, weil man tut es ja für Ehre und so, nicht hier irgendwie, das ist ja... So, die schlagen sich noch fleißig den Schädel ein. Ich hab... Also als ich damals, als wir diesen Versuch gemacht haben mit dem Angriff und da kam diese Generalsarmee, da dachte ich mir so, du spinnst, das wird, wie willst du das schaffen? Es waren wirklich diese zwei kleinen Nadelstiche, die wir setzen konnten, die haben letztendlich den Kampf entschieden. Also hätten die noch viel länger Zeit gehabt, um hier ihr Zeug zu machen und Wirtschaft weiter auszubauen, dann hätten wir Probleme bekommen. Es ist zu wenig. Das ist leider ein bisschen zu wenig. Können wir mal Gold wieder ganz hoch tun in der Wichtigkeit. So, schwupps. Wie der Bayer sagt, ja mei. Ja mei. Das war's jetzt halt mit der Kohleproduktion. Dann müssen wir jetzt halt doch auf erneuerbare Energien umsteigen. Windkraftwerke. Das ist es. Ich glaube, wir investieren jetzt in Windkraftwerke. Schon die Münzen angeflogen, habe ich gerade gesehen. Hier hoch transportieren sie aber gar keine, gell? Also lieber warte ich jetzt oben bei den Wikingern noch ein bisschen und verstärke die, als dass ich... Verdammt unnötige Aktion jetzt, okay? Schau dich das mal an, der verschiebt noch Soldaten. Irgendwo geht der jetzt hin. Die haben auf jeden Fall noch ein Lager. Irgendwo haben sie noch ein Lager versteckt. Irgendwo haben sie noch so eine leichte, ganz, ganz dezente Infrastruktur, die wir noch nicht entdecken konnten. Mann, und jetzt schickt er uns seine Rekruten da hoch.
Ach, ich geb's auf mit euch Pfeifenköpfen. Chat hinten verschieben. Da kommen auch zwei. Wo haben die kleinen Saftsäcke noch Soldaten? Hm? Scheiße, da kommen gleich zwei. Warte. War ein Geschenk. Ganz easy. Ganz, ganz easy, Freunde. Fast so easy wie der Song von Crow. So. Schaut mal her, die sind von so einem Bergring umgeben. Ich glaube, man hätte da sogar drumherum bauen können und sich von außen die Rohstoffe chopsen können. Irgendwie eine geile Map. Irgendwie finde ich die Map geil. Ich sehe kein Lager. Hier oben ist auch ein massiver Rohstoffstau. Also entweder haben die keine Verbindung zum Lager oder es gibt doch keins. So, was schicken sie uns hier alles an schönen... Warum schickt ihr uns denn jetzt? Ich habe doch längst... Es ergibt gerade überhaupt keinen Sinn, was unsere Leute machen. So. Gut, Freunde. Geht ihr uns mal die hier holen? Hier oben ist noch ein General, der sich uns entgegenstellt. Okay. Ich habe jetzt zentral angegriffen, einfach um hier schon mal diese ganzen Gebäude zu zerstören. Die zwei holen wir uns natürlich auch noch. Wir haben jetzt hier unten unser Granitbergwerk. Okay, sehr schön. Es ist im Prinzip alles jetzt so ein bisschen Luxusgetue von mir. Krass, er hat aber den General hier getötet, ne? Hat er gut gemacht. Okay, hier in die Richtung werden die Soldaten ein bisschen schwächer. Hier oben sind immer noch massive Generäle, die auch noch richtig Bock haben, jeden Millimeter zu verteidigen. Das ist ganz entscheidend. Die haben noch Lust. Aber Brutus, mein verräterischer Freund, du wirst an deinen Gräueltaten ersticken. Komm, das Gebäude braucht doch niemand, oder? Das Schöne ist, wenn wir ein Lager zerstören würden und da sind Soldaten drin, dann lösen die sich ja quasi einfach auf. Arbeiten wir uns mal hier rechts vor, weil ich schätze mal, dass das Tor hier in der Mitte sein wird. Boah, es ist so ein bisschen Siedler 1 Vibes, wenn man hier so Stück für Stück sich durchwurschtelt und quasi jetzt den Gegner so ein bisschen aufräumt. Wie sieht's denn hier mittlerweile aus? Ach, einfach toll. Einfach toll, was ihr uns da für Soldaten bereitgestellt habt. Mei, eure Großzügigkeit kennt wirklich keinen. Wer bist du denn? Wer bist du und was machst du hier? Greift der an? Läuft der weg? Fährt der in Urlaub? Versucht der zu uns rüberzukommen? Was will der? Oh, die haben da sogar noch Gold. Da oben hätte es noch Gold gegeben. Oh, shit. Wo kämpfen wir eigentlich? Hier. Ich glaube, wir haben hier schon wieder einen General verloren. So langsam dünnen die unsere Generäle aus. Ja, weil wir sie auch hier reinstecken. Also mit der Goldmünze, mit
zwei Unteroffizieren und einem General können wir auf jeden Fall angreifen. Alter, teilt der aus. Es war jetzt auch an Unnötigkeit kaum zu übertreffen. Aber okay. Ich meine, ich bin ja der Perfektionist. Ich möchte ja unbedingt alles zerstören und einnehmen. Das gehört einfach dazu. Das ist für mich Siedler. Das gehört am Ende einfach dazu. Das ist jetzt einfach so ein bisschen wirklich zeigen, wer hat die dicksten Eier. Das ist einfach notwendig. Nicht einfach durchrushen zum Hauptziel. Das wäre langweilig. Das kann jeder. Schau mal da hinten. Also sie haben noch so ein paar vereinzelte Soldaten. Hier auch haben sie jetzt alle an eine Grenze gesammelt. Vielleicht starten sie so nochmal einen Angriff. Fände ich geil. Fände ich geil, wenn sie nochmal einen Angriff starten. Wir haben mit zwei angegriffen. Da kommt einer dazwischen. Wo kommen die anderen? Ich habe eigentlich mit vier Soldaten angegriffen, aber die Anzeige stimmt nicht immer. Nein, die kommt. Nein, die kommen von da oben. Ach, das ist ja so dumm. Mei, ist das dumm. Das Schlimme ist, wir können... Na, er hat's geschafft, okay. Mei, wir haben extrem Glück. Ja, sie... Okay, sie greifen an, das war sogar zu erwarten. Das sollen sie machen. Das sollen sie machen, das ist mir wurscht. Wir hatten gerade verdammt großes Glück. Da ist das Tor. Leute, wir kriegen das Tor sogar noch in dieser Aufnahme zu sehen. Da ist es. Da ist es. Es wird verteidigt. Alle Wege führen hinein. Alle Wege führen nach Rom. Sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Schön designtes Level. Ich hoffe, ihr zieht euch zurück in die andere. Wo kommt der dritte her? Ach, von... Immer aus allen Ecken und Enden hole ich sie raus, obwohl ich sie eigentlich ganz woanders brauche. Also, die Römer haben nochmal ihren Mut gefasst, haben gesagt, nee, Freunde, so lassen wir es uns auch nicht gefallen. Finde ich irgendwie nice gerade. Ich weiß nicht, über was die sich noch organisieren, aber sie haben sie nochmal ein Herz gefasst. Habe ich Kohle auf Vorrat? Oh, nice. Sehr cool. Die sind jetzt, ja, das haben wir natürlich auch wieder mit dem Gold so gut hinbekommen. dafür müsste jetzt das hier genau befreit sein. Machen wir mal hier wieder auf schwächere Soldaten. Wir haben eh keine Soldaten übrig, von daher... Dann reißen wir das Gebäude ab. Die sollen nach Hause gehen. Und dann können wir... Dann sollen sie sich hier irgendwie rein platzieren. Und dann greifen wir hier den Rest noch an. Ich denke, dass am witzigsten wird der Bereich hier drüben. Irgendwo haben wir zwei Soldaten, mit denen wir angreifen können. Können wir den hier eigentlich auflösen schon? So, wenn die Wikinger vernichtet sind, Freunde, werde ich den ganzen Weg hier runter komplett wegreißen. Nee, komm. Erspar dir das. Ich erwarte, dass die das jetzt schaffen. Was ist denn?
Ja, ist der letzte Mann. Das ist der letzte Wikinger, der existiert auf unserem wirklich... Unser Genozid hatte kein Ende und wie es einfach Römer gemacht haben, haben wir alles unterworfen und vernichtet. Wir haben unseren Weg zurück nach Rom gefunden. Bald werden wir das letzte Tor erreichen und dann gilt es, die Weltkampagne anzugehen. Ein spannendes Kapitel, was dazu führt letztendlich, dass die Siedler 2 komplett abgeschlossen wird. Ein großes Projekt, ein geiles Projekt, ein Herzensprojekt. Und das ist tatsächlich dann das erste Siedlerspiel, das komplett, also wirklich mit allen möglichen Kampagnen abgeschlossen wird. Ich sag mal so, es ist immer ein... Es ist schon immer ein außergewöhnlicher Moment, wenn man so ein... Also so lange Projekte, wenn die sich so dem Ende neigen. Also gut, die Weltkampagne wird auch noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Aber dann wirklich zu sagen, dieses Spiel ist vorbei. Ich meine, ich zocke ja auch Indie-Spiele und die sind dann vorbei. Dann mache ich vielleicht noch das ein oder andere Guide-Video dafür. Aber letztendlich, es sind kleine Spiele, die sind süß, die machen einen Spaß. Aber wenn du so ein Spiel, wenn du so 150 Folgen in so ein Spiel investierst, dann ist es was. Auch wenn sich's keiner anschaut. Gut, ich habe hier bei Siedler 2 habe ich zumindest ein, zwei Leute, die sich wirklich alle Folgen konsequent angucken. Wo es natürlich immer wieder Spaß gemacht hat, Tipps zu bekommen, auch so ein bisschen Kritik und so und darüber zu diskutieren, weil dann merkt man einfach, hey, das Spiel ist immer noch aktuell. Es ist so alt, aber es ist immer noch für manche Leute aktuell. Und bei Divine Divinity ist es ja eben nicht so. Das schaut sich ja fast keiner an, aber es ist halt so ein Herzensprojekt und wenn das irgendwann vorbei sein wird, ich werde da sitzen so, verdammt, was machst du jetzt? Welches Projekt ist es wert, der Nachfolger zu sein, weil Divine Divinity einfach so ein Kindheitsding von mir ist, was ich machen musste. Ich war für mich selbst verpflichtet dazu. Sollte ich jemals einen Let's Play-Kanal machen, dann muss ich dieses Spiel spielen. Es musste mein erstes Projekt sein. Und im Prinzip war es bei Siedler ganz ähnlich. Sag mal, wo läuft er hin? Sterben die jetzt hier? Weil sie den Weg nicht zurückfinden. Er läuft mir ganz weit an die Grenze dahinter. Also ganz vorsichtig platzieren sich jetzt Stück für Stück unsere Generäle. Ach, vielleicht weil ich da keine Verbindung habe, kann das sein? Er findet zurück, aber der andere ist verschwunden. Komm, ich beschleunige den ganzen Prozess jetzt mal ein bisschen. Langsam aber sicher platzieren sich unsere Soldaten. Die beiden auf weiter Flur erkunden nochmal, ob wirklich kein einziger Wikinger übrig ist. Wir haben die Nubier vernichtet, wir haben die Asiaten vernichtet, wir haben die Wikinger vernichtet. Und jetzt gilt es hier noch, unsere eigenen Brüder zu zerstören. Ich glaube, die sterben da oben. Ich bin auch schon mega gespannt auf die Weltkampagne. Die Weltkampagne kam, glaube ich, mit der... Es gab ja die Gold-Edition von Siedler 2, es gab die normale Version und die Gold-Edition. Ich glaube, durch die Gold-Edition kam eben die Weltkampagne dazu. Ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Überhaupt.
Ich bin immer, als kleiner Boy, bin ich bei der römischen Kampagne immer an den Schiffssachen gescheitert, weil ich die einfach nicht, konnte das nicht. Ich hab das nicht gerallt, wie das funktionieren soll. Und daran bin ich immer kläglich gescheitert. Weltkampagne habe ich nie gespielt. Ich habe dann meistens freies Spiel gespielt, bis zu dem Moment, wo man Soldaten machen musste, weil das habe ich auch nicht gecheckt. Ich habe immer Schwerter und Schilder geschmiedet, und zwar tausende. Aber da ich ein kleiner Boy war, hatte ich ja keine Ahnung, was Bier ist. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, deswegen. Aber gut, genug geplaudert jetzt, genug Kindheitserinnerungen hervorgerufen. Leute, wir sind auf dem Siegesmarsch. Wir sehen die Statistiken, sie sprechen für uns. Wir zerstören das feindliche Römische Reich, unseres vergrößern wir. Wir zerstören Gebäude, wir töten unschuldige Einwohner, wir klauen Waren. Wir vernichten das Militär. Die Wikinger mussten bereits klein beigeben. Wir übernehmen das Gold Stück für Stück. Produktivität sind wir eh längst woanders, und besiegte Gegner haben wir tausendfach mehr. Wir rüsten gerade unsere Grenzen nochmal neu auf mit Soldaten und werden dann frisch gestärkt die letzten Bastionen, Wachstuben und Verteidigungsanlagen unseres Feindes überwinden, vernichten und ihnen dann den gnadenlosen Endschlag setzen, auch wenn sie sich hier nochmal toll zu Wehr gesetzt haben. Ich freue mich extrem aufs nächste Mal. Ich gehe schwer davon aus, dass wir das nächste Mal die römische Kampagne komplett abschließen und werden dann in die Weltkampagne übergehen. Ich freue mich auch da schon drauf. Und ja, Freunde, bleibt mir bis dahin gesund. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.